Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 Season 8. Ja, wir probieren es jetzt mit Qual 1. Schaden machen wir ja schon recht viel. Wird wahrscheinlich schon gehen, eventuell halt die Verteidigung, aber die müssen wir einfach wieder hochstecken. Also richtig hochpushen. Gut, die letzten zwei Level müssen wir noch machen, hä? Ja, ist kein Problem. Bis auf die Elites wird es wahrscheinlich kein Problem mehr geben. Sehr schön. Ist komisch, dass man so schnell T1 ready ist, hä? Heftig. Also Diablo ist schon ein bisschen kaputt, hä? Also ich weiß ja, dass Blizzard das möchte, aber nicht so, bitte. Also, was eben formlos ist mit dieser Ankündigung und so weiter, das hat mich irgendwie doch ein bisschen nicht nervös, sondern, wie heißt das andere Wort? Nein, ja, nee, ja, das Gegenteil von neidisch eigentlich. Ich will einfach wieder Diablo 3 spielen, weil ich merke, dass ich wahrscheinlich das letzte Mal Diablo 3 spielen werde, wenn es so weitergeht, oder? Ich weiß jetzt nicht, zu was das gehört. Ich bin nicht so gut in diesen Begriffen und so weiter. Also ich bin extra nicht so gut, weil ich ja eigentlich das auch nicht sagen möchte, so, weil ich ja nicht mit Begriffen spielen möchte, aber ich seht's ja. Das kann ich leider nicht tun. Hilfe. Diablo wäre kaputt gemacht, oder? Und das ist jetzt das Einzige eigentlich, was ich da groß sagen kann. Diablo 3 wird kaputt gemacht. Schon lange. Schon seit die ersten Qual 1 bis 10 rauskamen. Seitdem ist Diablo 3 kaputt. Das geht noch nicht. Und ich mag's trotzdem. Ich spiel's immer wieder. Das liegt einfach daran, dass ich bis jetzt nicht so sehr beleidigt wurde. Aber die Entwickler, die tun mich beleidigen. Die tun jeden Diablo 3 Spieler beleidigen. Was die angekündigt haben, geht unter jede Kuhhaut. Ich will keine Necromancer. Ich habe immer angekündigt, ich will ein Ding haben, ein Druide. Aber nein, sie bringen den Totenbeschwörer. Oh, es ist so beliebt. Oh, die Nerven. Hey, die haben Eis und Ding. Laser, Arkanlaser. Ist ja heftigst. So, jetzt halt. Das sind einfach die stärksten. Ich finde, diese Dings sind einfach zu stark gemacht. Die Vorfahren sind mehr Holz. Ich brauche mehr Zeit. Gott, oh Gott, regen die auf. Die regen mich schon jetzt auf. Wow, da stirbt einer. Das sind zwei. Ich glaube, das sind zwei. Deshalb. Ich glaube, das sind zwei Champions. So, jetzt stirbt. Noch nicht. Genau, du dien mal ein bisschen. Sehr gut. Ah, gut. Ja, jetzt ist wieder Qualzeit. Jetzt wird wieder natürlich reingehauen wie die Sau. Gut, Pockenpandanos. Schon wieder weniger Defensive. Aber für was ist das? Was hat das für einen Bonus gehabt? Ah ja, genau, Gestank, genau. Schon wieder weniger Zähigkeit, aber das ist besser, hä? Dann kriegst du das. Gute Idee. Also ich kann einfach sagen, dass Diablo 3, also die ganze Diablo-Franchise muss eine neue Firma, einen neuen Publisher haben. Anders geht's nicht. Blizzard macht alle Spiele kaputt, eventuell halt Overwatch und World of Warcraft nicht, aber ich denke schon. Weil das ist einfach heftig, was die
ja, da noch versuchen einzubauen und so. Das macht alles kaputt. Blizzard ist zu viel Pay-to-Win-lastig und alles. Das macht Diablo einfach kaputt. Das geht noch nicht. Also wenn ich Millionen verdiene, dann kaufe ich mir einfach Diablo 3. Also ganzes Diablo-Franchise. Wenn ich Multimilliardär bin. Ja. Aber eben, ich will ja nicht zu viel prophezeien. Ich will jetzt zuerst einmal machen, das, was ich denn unbedingt brauche. Nämlich Fußballer werden und dann Game-Entwickler und so Game-Designer, beziehungsweise einfach Chef von denen. Und ja. Schade, dass wir einen zu wenig haben. Wir haben hier einen zu wenig, damit ich seismische Schmettern erhöht den Schaden von Erdbeben 3 Sekunden lang. Sonst könnte ich nämlich seismische Schmettern und dann Erdbeben immer wieder einsetzen und mache viel Schaden. Aber beides hat eine riesengroße Abklingzeit, eine große Abklingzeit. Und das zu reduzieren ist zu schwer sonst. Naja. Noch nicht bereit. Ja, geh du weg. Nerv nicht. Aha. Schrein der Macht. Diese Kreaturen werden nicht leicht zu besiegen sein. Da ist auch einer irgendwo. Das geht noch nicht. Hey, das ist Schrein der Macht, also mach Schaden. Gut. Ja, wir haben ein bisschen zu hoher Schwierigkeitsgrad verwendet, das sieht man, aber ja, ich will doch auch ein bisschen Action haben. Solange wir noch die Gegner relativ schnell besiegen können, müssen wir Action machen. Gell? Und dann später machen wir dann das Lustige. Ich brauche mehr Zeit. Ich werde wahrscheinlich jetzt dann schon mal ein bisschen Lustiges spielen. Ich muss nur ein bisschen paar Teile vom EK-Set haben. Immortal Knight, Unsterblicher König. Und danach kann ich schon mal ein lustiges Bild erstellen. Ich habe aber die Items wahrscheinlich dann auch noch nicht gut. Ja, übertreibt's mit den Elites. Ey. Ich habe noch keine Abklingzeit. Weg. Einer ist tot. Bisschen taktisch spielen. Kann man in Diablo 3 übrigens auch, wer das noch nicht wusste. Man kann in jedem so untaktischen Spiel ein bisschen taktisch etwas machen. Sind die anderen schon tot? Wahrscheinlich schon, ne? Ich möchte gerne den Immortal Knight, der Berserker meine ich. Aber der Immortal Knight will ich auch haben, also sein. Oh je. Gut. Ah ja. Nicht genug Mut. Das einstellen. Vulkatos führt meine Hand. So. Wie viel Schaden machst du? Ah, das ist das Blitzzeug, ja. Das macht natürlich viel Schaden. Ich finde der Blitz fast am stärksten und er ist am stärksten. Und da diese Knollen überall sind, macht das extrem viel Schaden. Aber ich bin ja nie ein Spieler, der immer auf jedes eingeht und alles nachschaut. Ich bin ein Spieler, der selber Haus findet. Also, das müsst ihr einfach über mich lernen, wenn ihr mich weiterhin natürlich immer wieder zusehen wollt. Ich bin keiner, der die Sachen einfach aus dem Wiki klaut oder sonst irgendwas. Sondern ich tue alles selber herausfinden und so weiter. Das ist einfach mein Ziel, weil es mein Geschmack ist. Ich bin früher ungefähr 3-4 Jahre an The Legend of Zelda A Link to the Past gesetzt, weil ich einfach nichts wusste, weil ich das Spiel einfach so durchgespielt habe, wie ich es
Lerne aus dem Spiel und nicht nachschauen. Nix, überhaupt nichts nachschauen. Und bis ich gewusst habe, bis ich den Endboss Ganon besiegt habe, bis ich das gewusst habe, dass man ihn doppelt angreifen muss mit Schwert und dann mit Bogen, hat das Jahre gedauert. Ich habe schon lange gewusst, ich muss die Silberpfeile holen. Aber wusste nicht, wie man sie kriegt. Und dann habe ich sie gekriegt, die Silberpfeile, und dann ging's. Also auch mit dem Doppelangriff. Ich habe da gespammt wie nichts. Da war ich noch so mega jung. Ich war 3 Jahre, als ich das gekauft habe. Habe ich gesagt, Vater, komm, ich kaufe dieses Mario-Spiel. Das war Super Mario Land 1, also 0. Und eben, The Legend of Zelda. Und der natürlich, das kostet 200 D-Mark. Das kann ich mir nicht leisten. Und trotzdem habe ich das natürlich gewollt. Habe mich durchgeringt. Und jetzt bin ich der glücklichste Zocker. Durch diese Spiele. Ist einfach gewaltig. Scheiße, Minus. Trefferchance, sehr gut. Ja. Sehr gut. Jetzt haben wir viel Crit. Hä? Ach gut. Ja. So wird man zu einem tollen Zocker. Hä? Man muss es nur richtig lernen. Man muss halt ein richtiger Zocker werden, nicht ein falscher, ein süchtiger. Ich bin noch nie richtig süchtig gewesen. Ich kann nebenbei 100% anderen Hobbys widmen, bin nicht süchtig. Aber tausende von meinen Freunden sind süchtig direkt. Dann sind sie auch nicht so meine richtigen Freunde, weil die ganze Zeit schreiben sie, komm bitte Diablo 3 spielen, hopp, hopp, hopp. Ja, hey, schaut euch mal das an. Da. Ah, man sieht jetzt gerade nicht, aber mehrere sind 1000 Paragon-Level. 1000! Das sind mega süchtig. Wahnsinn! Nach 10 Tagen, ja, ein bisschen mehr, sind die schon Paragon-Level 1000. Die übertreiben. Okay, die spielen auch immer zusammen, aber das ist einfach übertrieben. Gott, oh Gott, oh Gott. Schlimm. Ein mächtiger Gegner erwartet. Oh nein, nicht wieder die. Bitte. Nicht die. Ich will die ohne Ding schaffen. Ja, genau. Der Ball und das Hinziehen ist nicht so nett für euch, hä? Ja, der Ding macht sowieso mega viel Schaden. So, schon besiegt. Ach, der Portalwächter ist angekommen. Hallo. Übertreibt's nicht, gell? Wie leicht. Wie leicht er ist. Wahnsinn. Ich muss zurückkehren. Boah. Schon heftig, ey. Unglaublich. Oh, ich werde stärker. Noch ein Level. Alles ist möglich. So, schauen wir mal. Was haben wir hier für alles andere Waffen nicht für unsere Charakterklasse? Na toll. Übertreibt's nicht, hey. Wahnsinn. Na, den kann ich lassen. So. Machen wir mal ein neuer Slot. Okay. Dann sofort weiter. Da unten ist es, stimmt. Oder wir machen jetzt Kopfgeld, hä? Muss es dann halt auf 2 Parts absplitten. Aber gut. Ja, wir müssen einfach ins Assassinengewölbe. Ich sehe die Pfeile nie. Ich habe so einen großen Bildschirm.
schwach. Ich bin so nah am Bildschirm, dass ich den nicht sehe. Das geht noch nicht. So. Ihr betreibt es mal nicht. Wie weit unten ist der? Dieses scheiß Gewölbe. Ja, genau, noch diese. Ich brauche Wut. Ja, du brauchst Wut. Noch nicht bereit. Ja, du bist noch nicht bereit. Interessiert mich nicht. Fertig jetzt hier. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich brauche mehr Zeit. Übertreib's nicht, okay? Übertreib's nicht. Weg da. Ich zersause euch jetzt. Sonst müssen wir noch mal kurz runterstellen. Das geht noch nicht. Geht halt nicht anders. Wenn es einfach zu lange dauert. Also töte Gegner im Assassinengewölbe. Tötet Magefürst Miskin. Okay, Miskin. Kann ich das auch mal lesen? Ich brauche ein größerer Bildschirm. Noch größer. Ein gewaltig großer. Ja, die Auflösung ist halt knapp. Also, der Bildschirm ist relativ klein für ein Full HD. Naja, es ist 24 Zoll, glaube ich. Oder ist es 28, weiß es nicht. Eins von beiden. Und deshalb, ja, ich habe einfach einen Kackpuls. Also, ich brauche unbedingt ein besseres. Weiß nicht, wann ich das mir leisten kann, oder einfach hin transportieren kann. Ich muss das selber wahrscheinlich dann liefern lassen. Also eben nicht selber machen. Ja, ja. Noch nicht bereit. Ja, ja, gut. Die Vorfahren sind mir hold. Ihr Pfeifen. Das geht noch nicht. Übertreib's nicht. Genau. Einfach sterben. Noch nicht bereit. Mehr Wut. Ja, dann hole ich mir Wut. Du musst es nicht immer sagen. Halt die Klappe jetzt. Euer Fleisch ist schwach. Ja, und dann sagst du noch das. Ich brauche mehr Zeit. Du hast eine zu große Schnauze. Weg damit. Schon fertig dieses Assassinengewölbe. Nein. Geh noch weiter. Okay, ich werde eventuell nicht alle Kopfgelder machen, weil wir haben jetzt schon gut Level. Wir gehen jetzt zum nächsten. Ah, die Gefangenen erlösen. Gut. Ich wäre fast unterbrochen worden, aber die Goblins sind natürlich die besten. Ich weiß jetzt nicht, wo das ist, aber wahrscheinlich unten oder drüben. Mit einigem Zögern schreibe ich über die sieben Herrscher der Hölle. Och. Sie sind die größten der Dämonen. Cain. Und selbst ihre Namen zu flüstern, scheint die Luft um mich herum zu vergiften. Sie werden unterteilt in die geringen Übel. Belial, Asmodan, Duriel und Andariel. Nein. Und die großen Übel. Die kleinen Übel. Christo, Baal und Diablo. Die winzigen Übel. Zuerst die kleinen und dann die winzigen Übelchen. Die ganz winzigen Übelchen. Ja, dann sind sie drüben, hä? Muss ich halt oben durch. Aber die Hosen, die sind süß, hä? Einfach so, ja, wie sagt man der Farbe? Türkise, Lederhöschen aus Bayern. Oha. Auch wenn unsere Gegner stark sind, ich ergebe mich nicht. Hast du jetzt eigentlich alles abgefangen? Also ich habe nichts abgefangen. Die haben wahrscheinlich gar nicht geschossen, ne?
Und ich hab's nicht gesehen, dass ich getroffen wurde. Ich werde so schnell geheilt. Sehr heftigst. Ja, also hier haben sie Schaden gemacht, ohne dass ich es heilen konnte, richtig. Ihr habt gegen mich keine Chance. Ja, ja. Es haben noch viele keine Chance gegen mich. Vor allem gegen meine Fresse haben viele keine Chance. Danke fürs Ding. Unterbrechen, hey. Wir schaffen das auch im Let's Play, ganz weit nach oben zu kommen. Ah ja. Eventuell muss ich ja nebenbei noch zocken. Hä? Aber das werde ich erst, wenn es nicht mehr einen Unterschied macht oder so. Ich will schon ein Let's Play machen und nicht immer unterbrechen. Hä? Ich muss schon in vielen Spielen genug unterbrechen, weil es einfach zu lange dauert sonst. Tja. Nicht genug Wut. Ja, ihr betreibt's nicht. Zurück in die ich wollte eigentlich nicht draufklicken, aber ich hab's gemacht. Weiß auch nicht wieso. Noch nicht bereit. Damit diese Goblins rauskommen, also nicht direkt explodieren, sondern taktisch einsetzen. Ja, ich schaff's. So, nächster. Nächster Halt, die erstechenden Winde. Da habt ihr mal beides, ey. Habt ihr schon Angst? Sie vervielfältigen sich. Sie haben Angst. Sie haben sowas von Angst. So, weg damit. Lol, die werden zurückgestoßen. Jetzt habe ich dann bald das Level. Vielleicht nach diesem Käfig. Nein, nicht ganz. Holen wir noch das Level, hä? Level 70, ja, yeah. Level 70, ja, yeah. Schreibt mal in die Kommentare, ja. Yeah. Ah, immer einen Schritt voraus. Transmogrifikation. Der Dünenhai ist ein schwer fassbares Wesen. Übt den Tod hinaus. Brutalität fähig. Sehr schön. Er lauert unter den Sanden und taucht auf, um seine Beute mit den Kiefern zu packen. Und zerfleischt ihren Körper, bis nur noch blutige Fetzen übrig bleiben. Ich habe einen Dünhai einst in Fleisch und Blut gesehen und es ist mir nicht gut bekommen. Ach du Armer. Du bist so ein Armer. Idiot. Das geht der forscht, um zu überleben, um nicht zu überleben. Also manchmal ist schon ein bisschen blöde, hä? Geht's auch nicht hoch? Nee, geht's auch. Ja, das ist ja das erste Gebiet eigentlich. Das müsste ich finden. Das müsste da drüben sein. Das kenne ich noch. Ich habe ja Season nur am Anfang gespielt, Season 7. Und ich brauche mehr Zeit. Ja, das ist mittlerweile auch schon ungefähr 5 Monate her. Seitdem ich das Let's Play, nicht Let's Play habe, aber gespielt habe. Ich gewinne an Kraft. Yay, Paragon Stufe 1. Wow. Das geht immer so schnell am Anfang. Ja, für das habe ich das aufgemacht. Oh Gott. Bewegungsgeschwindigkeit. Noch nicht bereit. Da drüben. Okay. ...25 habe ich sehr gut. Ja, jetzt machen wir alles schneller kaputt. Ach, ist das schön, das Spiel. Manchmal ist es einfach cool. Aber eben zu unbalanciert und zu wenig denken und so weiter.
Naja. Ich freue mich auf Grimdawn wieder mal zu Let's Playen, nicht aber bereit. Nicht jetzt. Ich muss zuerst einige Projekte haben. Und sogar drei Action-Rollenspiele möchte ich nicht gleichzeitig Macht Let's Playen. Kampf, also Path of Exile, Diablo 3 und jetzt noch Grimdawn. Ja, und ich mache noch Titan Quest beim Livestream. Ja, auch nicht so oft, gell. Ich muss wieder öfters. Heute Abend vielleicht. Kratos lächelt auf mich herab. Wir sind in der Höhle überfallen worden. Helft den anderen. Ja, doch die Fresse. Kritische Treffer, nein. Eigentlich Abklingzeitreduktion. Mach ich. Wir haben immer noch kein besseres Schwert, okay. Keine Zeit zu reden. Meine Brüder, bleibt stark! Ich werde euch nicht sterben lassen, solange ich noch atme! Ja, doch die Fresse. Noch nicht bereit. Ich bin froh, dass ihr rechtzeitig... Nein, seid ihr nicht. Ein bisschen vorwärts machen. Bevor sie fallen. Da oben. Das wären alle. Lasst uns dem Hauptmann Bericht erstatten. Und der Hauptmann macht nichts. Okay. Alle sind anwesend oder tot. Nun gut, Männer. Versorgt die beiden und dann raus aus dieser verdammten Grube. Ja, Sir. Wo ist der Große? Kommt er noch? Hört ihr das? Ja, ja. Noch ein Überfall! Ja, übertreibt es nicht. Da ist er, der Große. Kaas heißt er. Lieber noch ein bisschen Berserk rausholen. So, jetzt sind alle tot. Okay. Widerstand, hä? Immer das nehmen, was ihr weniger habt. Also bei Baba ist es ja Rüstung, der hat. Und deshalb nehmt die Widerstandsreduktion. Und Leben nicht. Leben erst später dann. Ja, das fertig, die Quest. Cyber, die uralte Höhle. Jetzt müssen wir wirklich noch Belial töten. Schaffen wir eventuell nicht. Beziehungsweise einfach nicht ohne sterben, weil man dann zurückgesetzt wird. Beim Boss, also der Boss halt nochmal machen muss, ganz. Feinde untergreift ihre Gefährten. Unter ihnen ist eine Hexe und hast nur eine schlechte Stimme. Bringt sie zu mir zusammen mit dem schwarzen Seelenstein. Nein, nein. Sie suchen dort nach dem Kopf von Sultan Kull. Wieso muss das im Abenteuermodus immer wieder kommen? Das kann doch nur in der Kampagne kommen. Und ich muss ihn haben. Boah, übertreibt der. Die meine Leistungen als Forscher anzweifeln, präsentiere ich meine Ergebnisse bezüglich des Dünenderbes. Ja, es kostete mich viele Jahre, die Wahrheit über diese seltsamen, tödlichen Erscheinungen herauszufinden. Doch meine Quellen lassen darauf schließen, dass es sich dabei um die verfluchten Überreste von Magiern handelt, die einen Dämon beschworen, der weit über dem lag, was ihre Macht zu kontrollieren vermochte. Hab gegen mich keine Chance. Ja, jetzt die anderen unten. Ja, jetzt ist noch eine explodiert. Gut. Aber die gehen immer unsichtbar. Ich werde stärker. Ständig sind die unsichtbar. Okay, wir gehen nach oben. Ich brauche noch nicht bereit. Wir müssen das Ding noch fertig machen. Die Reise, hä? Die ist übrigens da oben und ich suchte sie ständig in einem der vorderen Parts. Da oben ist sie versteckt. Die Reise, steige die Ausbildungsstufe des Juwelenschmiedes. Dann machen wir das kurz. Ja, dann bekommen wir eins der Set-Items über zwei, glaube ich sogar. Ja, sind immer zwei.
Juwelen. Und ich muss sie noch hochstufen. Stufe 1 habe ich dennoch. So. Ah, ist noch eins. Ich dachte, es wären nur noch eins. Tötet Magda. Ja, dann töten wir ja Magda. Ja. Machen wir das jetzt kurz und dann töten wir Magda. Eher. Oder beide halt. Ich habe aber in diesem Part keine Zeit mehr. Tut mir leid. Und heute habe ich sowieso keine Zeit, am Morgen hochzuladen. Deshalb muss ich am Abend hochladen. Ja, ja. Hopp, hopp. So, töte alle Gegner auf der zweiten Ebene. Das ist so scheiße. Ich mag diese Kopfgelder nicht. Immer alle Gegner töten. Ich suche immer ständig nach Gegnern. Oh. Unerwartet. Ich brauche mehr Zeit. Die Vorfahren sind mir hold. Aber eben. Ich will ja das Spiel spielen, dann muss ich das auch aushalten. Also, ja. Ich sag's ja meistens eben extremer, also was ich eigentlich denke. Ich halt ein sehr emotionsvoller Mensch bin. So, geht jetzt mal weg. Das ist euch. Das Licht in euch wird stärker. Das geht noch nicht. Ja, übertreibt nicht, ey. Ständig dieses Rumgegurke, ey. Schießt nicht immer so scheiße. So viel Scheiße. Das ist kein Eis, das ist scheiße. Noch nicht bereit. Okay, ist schon fertig. Hä? Was ist denn das für eine Höhle? Geht nur oben nach oben. Diese Kreaturen werden nicht leicht zu besiegen sein. Magda hoffentlich wird nicht so schwer wie Belia. Machen wir zuerst Magda und dann Belial mit dem Set, hä? Aber das gibt's dann im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis, ja, heute noch wahrscheinlich. Eventuell, hoffentlich. Sonst morgen. Tschüss!